und willkommen zu einem neuen Kochvideo. Ich mache heute drei verschiedene herzhafte Muffins. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich wollte die ganze Zeit schon mal diese herzhaften Muffins ausprobieren, weil ich finde das perfekt, wenn man mal einen Brunch hat oder als Fingerfood oder man kann das auch in die Brotbox machen und hat immer gleich so ein herzhaftes und kein süßes kleines Snackerchen dabei. Also habe ich mal meine Kochbücher durchgeschaut und im Netz geschaut und geguckt, was es da so für verschiedene Rezepte gibt. Und da ich ein Rezept, in denen drin steht, der Teig muss eine halbe Stunde bei 38 Grad ruhen und dann muss er für 2,5 Minuten in den Kühlschrank, dann dreimal links rumrühren, da ist es bei mir schon vorbei. Ich suche mir gerne immer einfache Rezepte raus. Hatte ich was gefunden, was mir zugesagt hat. Und was soll ich sagen? Es war ein absolutes Desaster. Diese Muffins waren so knüppelhart. Erstens mal waren sie kreideweiß. Ich musste die so lange im Backofen drinnen lassen, bis die überhaupt ein bisschen Farbe angenommen haben. Und dann waren die so hart, also die waren einfach für die Tonne. Ich hatte natürlich schon alles mitgefilmt und habe gedacht, na gut, dann war das halt mal ein Satz mit X. Das war wohl nix. Ich habe von dem Desaster meiner Freundin erzählt und da hat sie zu mir gesagt, sie hat ein ganz einfaches, tolles Rezept, das ist gelingsicher und die sind auch richtig schön fluffig. Also habe ich gesagt, her mit dem Rezept und habe die Muffins nochmal gebacken. Und was soll ich sagen, super lecker sind die geworden, so richtig schön weich und fluffig und da war es doch gut, dass ich da auch nochmal die Kamera mitgenommen habe. Da in den Teig auf 250 Gramm Mehl ein Päckchen Trockenhefe kommt, muss der Teig nicht gehen. Also sonst würden die Muffins so groß überquollern. Deswegen habe ich mir meine Gemüsezutaten erstmal vorgeschnippelt. In die einen Muffins gebe ich Oliven, getrocknete Tomaten und italienische Kräuter rein. Dann gibt es einmal diesen Hürdenkäse von Better, der so in der Art schmeckt wie Feta, zusammen mit Peperoncini. Das sind auch keine scharfen Peperoncinis, die sind so süßlich eingelegt, aber die machen den Teig nochmal so richtig schön saftig. Also das war richtig lecker in dem Muffin. Und die dritte Variante ist mit Tofu, Frühlingszwiebeln und geräuchertem Paprikapulver. Und hier bin ich aus dem Schnitt. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ich da wieder ein Sojaei reingemacht habe. Also quasi ein Esslöffel Sojamehl mit 2 Esslöffeln Wasser vermixen, 3-4 Minuten quellen lassen und das ist dann mein Eiersatz. Weiter geht's. Und dann erst geht's an den Teig. Zuerst habe ich alle trockenen Zutaten in eine Schüssel gegeben und es kommt kein extra Zucker in den Teig. Also dadurch, dass wir halt ein Päckchen Trockenhefe auf 250 Gramm Mehl haben, das geht einwandfrei. Da braucht man nicht unbedingt noch Zucker dazu zu geben. Und dann die flüssigen Zutaten. Da kommt Mineralwasser rein und die Margarine habe ich etwas flüssig gemacht. Ich finde, das lässt sich dann einfacher im Teig verarbeiten. Ich habe das auch einfach nur mit einem Löffel umgerührt. Der Teig ist sehr klebrig, also den kann man nun nicht auf der Arbeitsfläche durchkneten. Dann habe ich den Teig in 3 Teile geteilt und das geht wirklich super einfach. Und dann jeweils die verschiedenen Füllungen mit dazugegeben. Auch noch mal kurz mit verrührt, verknetet, wie man das nennen will. Also es ließ sich ganz einfach mit in den Teig einarbeiten. Und dann jeweils noch mal diese Portionen in 4 gleiche Teile geteilt, weil das werden 12 Muffins bei mir und 3 verschiedene Varianten. Also habe ich von jeder Variante 4 Muffins gemacht. Deswegen habe ich die in 4 Teile geteilt. Und das war auch wieder super einfach. Das war dann schon so wie so ein Teigball. Und normalerweise kenne ich das von Muffins, der Teig, wenn der sich dann so vom Löffel zieht und dann hat man so Probleme, das dann in die Muffinförmchen einzufüllen. Also das kann dann schon mal eine Sauerei geben. Und das war hier super einfach. Einfach so ein Teigball auf den Löffel gemacht und ab in die Muffinform. Und dann kommt das Ganze in den nicht vorgeheizten Backofen. Und zwar bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 25 Minuten. Ich habe dann zwischendurch immer mal bei den Muffins geschaut, weil ich doch nicht so ganz sicher war, ob das jetzt was wird. Aber als sie dann fertig waren und in der Wohnung hat es absolut lecker geduftet, wusste ich, die sind was geworden. Und
Die waren auch mega lecker. Die sind jetzt schon alle. Also das sind dann wirklich so kleine, leckere, herzhafte Happen. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch ein paar andere Kochinspirationen braucht, könnt ihr auch gerne noch mal hier in die Videos reinschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken, einen guten Hunger und bis zum nächsten Mal.